So, da bin ich wieder. Ja, wir haben jetzt ja mittlerweile schon wieder ein paar mehr Sachen rausgefunden. Ja, wir haben diesen kleinen Fanboy getroffen. Wie hieß er denn? Hatte der schon einen Namen oder? Ja, diesen ekelhaften Typen haben wir auch getroffen. Cody Hackens, ja, ein großer Fan vom Sisamal. Und Dee Vasquez, sie ist auch sehr, die Produzentin. Sehr dubiose Figur, finde ich. Ne? Also die hat irgendwie was sehr herablassendes, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ist mir ein bisschen komisch. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen was hier zu erkunden. Schließlich wollen wir uns auch ja, ein bisschen bewegen, ein bisschen gucken, ob wir noch was rausfinden können. Können wir in den Wohnwagen nochmal? Haben wir schon alle Sachen untersucht? Ich glaube schon. Das ist. Was müssen wir jetzt denn eigentlich machen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Warte mal. Studio 2 ist es nicht. Dann gehen wir vielleicht wieder zum Haupteingang und bewegen uns mal in den Personalbereich. Mal sehen, ob da jemand auf uns wartet. Ja. 18. Oktober, Global Studios, Personalbereich. Ja, ach, der wieder. Hey! Hey du, warte mal einen Moment. Phoenix, war das der Junge? Ja, er heißt Cody Hackens. Ich glaube, er ist in die Umkleide gerannt. Jetzt müssen wir noch Kinder jagen hier. Was ist denn hier los, aber? So. Möchte er jetzt etwas klauen, aber bitte nicht Beweise oder sowas, ja? So, 18. Oktober. Er muss hier irgendwo drin sein. Hab dich! Verdammt! Er haut ab! Komm zurück! Ah, oh, ganz schön flink der Kleine hier, na? Da ist er! Der ist zurück! Ja, wie hat sie. Hey du, würdest du uns ein bisschen helfen? Bitte? Ich heiße Cody. Hallo Cody, ich bin Mia, Mia Faye. Schön, dich kennenzulernen. Jo. Und ich bin Phoenix Wright. Ja, wer will denn das wissen, du Blöjan und Arschloch? Phoenix, übernimmst du jetzt? Ich bin mir nicht so sicher, dass ich mich dafür eigne. Na dann, boah, reden wir einfach mal. Steel Samurai. Der Steel Samurai ist so cool. Ich denke, er ist ein echter Knaller, wie die Kids heutzutage sagen. Ha! Was soll denn so ein Unfähiger wie Sie über den Stil-Samurai wissen? Hey, pass auf, was du sagst. Phoenix, du solltest wirklich nicht so schreien. Er ist doch nur ein Kind. Ja, schreien Sie nicht so. Ich bin doch nur ein Kind. Was passiert ist? Weißt du also etwas über das, was hier passiert ist? Würdest du es mir bitte sagen? Ja, ich weiß gar nichts. Sieht so aus, als müsste ich ihn überzeugen. Vielleicht mit Bestechung natürlich, was denn sonst? Dafür haben wir doch die Karten bekommen, ne? Hier, guck mal, Sammelkarten, bitteschön. Ja, Cody, kommt dir die bekannt vor? Oh, hey, meine Uhr. Hä? Deine was? UR, Sie wissen schon, ultra-rar. Diese Karte ist richtig schwer zu bekommen. Oh, Mann, für einen Erwachsenen sind sie aber ganz schön auf den Kopf gefallen. Ich gebe sie dir, wenn du mir hilfst. Ja, aber das ist meine Karte. Indem Sie mir etwas anbieten, was mir schon gehört, untergraben Sie das Fundament unserer Konsumgesellschaft. Das wäre das Prinzip. Ja, normale kindliche Gespräche, ne? Mann, für einen Erwachsenen sind Sie aber ganz schön auf den Kopf gefallen. Was wird diesen Kids heute in der Schule beigebracht? Quantenphysik? Wie auch immer, ich brauche diese Karten nicht. Hä? Ich habe sie doppelt. Behalten Sie sie nur. Sie gehört Ihnen. Was? Nachdem ich so viel Scherereien damit hatte? Wenn Sie sie tauschen möchten, dann bringen Sie mir eine wirklich seltene Karte. Wirklich selten? Du meinst, es gibt etwas Selteneres als Ultra-Rar? Die ultra-raren Premium-Karten sind wesentlich seltener als ultra-rare Karten. Also echt. Mann, für einen Erwachsenen sind sie aber ganz schön auf den Kopf gefallen. Premium. Warum habe ich das Gefühl, wir reden von Sekt? Ja, wir reden wahrscheinlich nicht von Sekt. Mal gucken. Ja, ganz schön anstrengend, der Kleine hier, ne? Also, dann bewegen wir uns irgendwie und irgendjemand wird uns das schon einfach zuwerfen, oder? So. Vielleicht Will Powers? Na gut, der wird ja nicht einfach irgendwelche raren Samurai-Sammelkarten haben, oder? Vielleicht im Wohnwagen wohnt da jemand? Ah. Wohnt da jemand oder ist da jemand? 18. Oktober, Wohnwagen Studio 2. Oh, hallo. Hallo. Was führt Sie hierher? Nun ja, ich musste einiges Zeug arrangieren. Ja.
das Mädchen bei Ihnen, ist sie nicht etwas verändert? Nun ja, sie ist überhaupt dieselbe Person wie vorher. Oder ist sie überhaupt dieselbe Person? Nee, sie ist genauso wie sonst auch. Ja, ich bin nur irgendwie gefühlt 30 Zentimeter größer, ja, oder 5 Köpfe größer und sehe auch viel erwachsener aus, aber naja, sonst, so wie sonst auch. Okay, wenn Sie das sagen, dann reden wir mal. So, der junge Fan. Haben Sie diesen Jungen seither mal gesehen? Nee. Sie haben aber etwas verpasst. Die Wachfrau hat den Jungen so herumgejagt, dass ich dachte, sie bricht zusammen. Natürlich ist er schließlich entwischt. Junge, hat die sich geärgert. Ja, wir haben sie übrigens auch dabei gesehen. Wie geht es der alten Schwätzerin? Ja, sie hat in der Wachstation Donuts in ihren Fäusten zerquetscht. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, die hat so dezente Aggressionsprobleme, ne? Manche Leute nehmen ihre Arbeit etwas zu ernst. Herr Hammer, sind alle Poster an der Wand hier von Hammer? Ja, es ist ein schrecklicher Verlust für die Studios. Aber seine Popularität hat in letzter Zeit abgenommen, nicht wahr? Das stimmt. Aber nach allem, was passiert ist... Nachdem was passiert ist? Sie meinen, Sie wissen nicht über Hammer Bescheid? Nein, was? Tut mir leid. Ich hätte nichts sagen sollen. Ja, jetzt will ich es wissen. Komm, jetzt muss es ausspucken. Moment, jetzt müssen Sie es mir erzählen. Was ist mit Hammer passiert? Tut mir leid. Ich bin wohl nicht diejenige, von der Sie es erfahren sollten. Oh oh, warum habe ich das Gefühl, dass hier etwas vertuscht wird? Ja gut, ich werde ihr trotzdem mal Sachen zeigen. Zum Beispiel, vielleicht hat sie ganz zufällig Samurai-Tauschkarten. Mal gucken. Wissen Sie irgendetwas darüber? Hey, das ist eine Sammelkarte von Steel Samurai. Ich sammle die übrigens ganz zufällig. Ach, schön, dass wir zufällig zwei Figuren haben, die diese Karten sammeln. Mir fehlt nur noch eine Karte zu einem vollständigen Satz. Ein vollständiger Satz? Ja, ein Satz mit jeweils einer von diesen Karten. Moment. Halt! Da ist sie! Das ist die fehlende Karte. Wissen Sie, wie lange ich die schon suche? Ist mir egal, was Sie von mir halten. Ich brauche diese Karte. Los da! Bitte! Ich flehe Sie an! Bitte tauschen Sie mit mir! Mit Ihnen tauschen? Ja, Karten tauschen. Sofort, los! Schauen Sie, ich gebe Ihnen sogar eine ultra-rare Premium-Karte. Sie geben mir eine... Hä? Ja, das ist ein gutes Angebot für Ihre Ultra-Rare. Bitte. Phoenix, siehst du nicht, wie verzweifelt sie ist? Warum ticken jetzt alle so aus? Ja, wir tauschen natürlich. Okay, wir brauchen die Karte natürlich für Cody, ne? Wirklich? Danke. Dann gehört sie jetzt Ihnen. Eine Ultra-Rare Premium-Sammelkarte von Steel Samurai. Sehr wertvoll. Yippie. Da geht sie hin. Fühlt sich das nicht gut an, sowas Nettes zu tun? Ja, stimmt. Irgendwie drehen ja alle durch, kann das sein? Okay, jetzt haben wir wenigstens, was wir haben wollten. So, jetzt sind wir wieder zum Eingang latschen. Und vom Eingang dann wieder zum Personalbereich. So, Personalbereich. Und dann in der Umkleide. So, Cody, pass mal auf. Jetzt kriegst du ja die ultra-rare Premium-Super-Duper-Card of Destruction von Steel Samurai. Sehr wertvoll. Siehst du diese Karte? Ja, und... Oh, warten Sie! Das ist sie! Das ist die ultra-letzte, ultra-rare Premium-Karte, die mir fehlt! Ach, bitte geben Sie sie mir! Sie müssen sie mir geben! Wow, so motiviert habe ich ihn ja noch nie erlebt. Na gut, okay. Wie wär's mit einem Tausch? Ich bin dabei. Ich biete Ihnen einen Samurai-Speer und gebe einen bösen Richter dazu. Nein. Nicht diese Art von Tausch. Ich will keine Karten. Ich will Informationen. Hä? Sind Sie sicher? Ja, wie Sie wollen. Habe Cody URP-Karte gegeben. Okay, Phoenix. Dann wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Falls er etwas weiß, was uns weiterhilft, könnten wir ihn morgen als Zeugen aufrufen. Okay, na dann erzähl mal, Steel Samurai. Du magst also den Steel Samurai? Ja, er ist so cool. Ich glaube auch. Sie beurteilen ihn nach seinem Aussehen. Sie müssen seine Taten, sein Leben betrachten. Jetzt wollen wir erstmal philosophieren über das Leben eines stählernen Samurais, ne? Ein Grundschüler belehrt mich über das Leben. Sie mögen ihn auch, oder? Ach, ich?
Ja, schon. Ich liebe den Stil Samurai. Dann sagen Sie mir, was Sie am Stil Samurai am meisten mögen. Seine nette Art. Komm, wir wollen mal hier so ein bisschen hier, ne, auf die Menschlichkeit ausgehen. Ja, gut. Lass dir was einfallen. Ich mag seine nette Art. Was für ein Kerl. Absolut. Er sieht so hart aus, aber innen ist er sanft wie ein Kätzchen. Ja. Was mögen Sie also noch an ihm? Sag nicht, dass ich das noch lange durchhalten muss. Dann sagen Sie mir, was Sie am Stil Samurai am meisten mögen. Seine Kampfkünste. Darauf stehen die Kids doch hier, ne? Actionsequenzen, ne, so. Ich muss mir das einfallen lassen. Ich mag es, wenn er seine Feinde vernichtet. Ja, zarapp. Der Stil Samurai gewinnt immer. Immer. Schauen Sie sich das an. Das ist mein Foto, mein Fanalbum. Samurai-Album, wunderschön. Wirklich, das ist bezaubernd. Das schönste Cover, was ich jemals gesehen habe. Was ist das denn? Das sind ja alles Fotos vom Stil Samurai. Ich gehe zu jeder Live-Vorführung. Diese blöden Stunt-Shows, bei denen sie sich in der Öffentlichkeit verprügeln? Ich mache immer ein Foto, wenn der Stil Samurai den finalen Schlag landet. Zarab! Ich habe sie alle. Ich habe keins verpasst. Eine perfekte Sammlung. Schauen Sie sich an. Meine neue Digitalkamera. Wow, bin beeindruckt. Das neueste Modell, oder? Natürlich, meine Dame. Ich habe sie gerade zu meinem Geburtstag bekommen. Mein Album hat auch einen Namen. Der Stil Samurai, Weg zum Ruhm. Der Stil Samurai gewinnt immer. Immer. Wenn Sie es möchten, können Sie es haben, meine Dame. Wirklich? Bist du dir sicher? Ja, ich habe dieses Foto mit einer Digitalkamera gemacht. Ich habe alle Daten daheim. Ich kann also immer wieder ein neues machen. Nun, dann nehme ich es natürlich gern. Vielen Dank. Er hält Fotos jedes Sieges aus jedem Kampf, den der Stil Samurai gewonnen hat. Weg zum Ruhm. Bin ich mal gespannt, was uns das bringen soll, aber wir nehmen es einfach mal an. Wie kommt es, dass Leute Mia immer Zeug geben? Was für ein Leben. Tja, das ist ein... Mia ist halt nett, ja. Die ist halt nicht skeptisch. Das reicht schon aus, um das Herz von anderen Menschen zu gewinnen. Hä? Was passiert ist? Du warst hier am Tag des Vorfalls, stimmt's? Ja. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Cody. Hm? Cody, er muss es wissen, denn er kämpft für Gerechtigkeit. Ist das nicht das Motto des Stil Samurai? Für große Gerechtigkeit. Du musst uns helfen, damit wir auch für große Gerechtigkeit kämpfen können. Ich habe alles gesehen. Tja, nun, vielleicht kriegen wir doch noch etwas aus ihm raus, was gesehen wurde. Cody, ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen. Was hast du am Tag des Vorfalls gesehen? Jetzt kommt sie. Ich bin echt mal gespannt. Der muss da jetzt bestimmt eine richtig interessante Information droppen, oder? Ich bin an den Tag so gegen 14 Uhr dort angekommen. Ich musste durch den Wald gehen, damit die alte Dame mich nicht sieht. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Ich war so etwa eine halbe Stunde da drin. Dann war ich endlich beim Studio. Und danach... Was war dann, Cody? Der Stil Samurai hat den Bösewicht getötet. Er hat seinen Samurai-Speer verwendet. Wie immer, ein Wurf, ein Treffer. Es ging so schnell, dann bekam ich Angst. Danach ging ich heim. Verstehe, das muss hart für dich gewesen sein. Ja, Mann, sie sagen nette Dinge, aber es kommt offensichtlich nicht vom Herzen. Stimmt. Mia, übernimm du das mal. Ja? Ich denke, wir können jetzt mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Stil Samurai es war. Stimmt wohl. Und der Regisseur hat ein Alibi, also war der es nicht. Obwohl er so wie der verdächtigste Typ aussieht, den man sich vorstellen kann, ne? In der Tat. Also, kommt nur noch Will Powers in Frage. Ich muss zugeben, das ist wie ein Schock. Wenn du diesen Jungen in den Zeugenstand rufst, wird dein Mandant schuldig gesprochen. Dann rufen wir ihn eben nicht auf. Ich glaube, das wäre schlau. Am besten lassen wir ihn in Ruhe. Nicht so schnell, mein Lieber. Achso. Ah! Ich hab alles gehört! Dieser Junge hier ist ein wichtiger Zeuge. Und er befindet sich unter Polizeischutz. Und zwar ab sofort. Komm mit, mein Sohn. Oh, du hast eine Verabredung mit mir auf dem Polizeirevier. Nein, ich komm nicht mit. Hä?
Das lief ja nicht so gut. Wir sind wieder bei null Hinweisen. Und jetzt haben wir auch noch ein echtes Handicap vor Gericht. Was machen wir jetzt, Mia? Tja, Ich muss jetzt weg, ja, dankeschön. Mach dir keine Sorgen, Phoenix. Du wirst schon verkacken. Ich bin mir sicher, dass du schaffst. Stopp. Komm bitte morgen zum Prozess. Ich brauch dich dort. Phoenix, darf ich dich was fragen? Glaubst du wirklich, dass Herr Powers unschuldig ist? Ich glaube es, natürlich. Natürlich ist er unschuldig. Das wollte ich nur hören. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns im Gericht. Großartig. Danke, Mia. Bis bald. Na toll, jetzt stehe ich hier rum. Fortsetzung folgt. Na, ich weiß ja nicht. Das war jetzt ein bisschen... Ja, speichern wir mal. Okay. Ja gut, wir sind erst bei 15 Minuten. Wisst ihr was? Ich mache mal noch ein bisschen weiter. Also, ein bisschen machen wir noch. So, 19. Oktober, 9.42 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Herr Wright. Ja? Warum sehen Sie so unzufrieden aus? Nichts. Wirklich, es ist gar nichts. Nicht wahr, Mia? Ach, da ist er wieder. Sie sieht sogar noch unzufriedener aus. Phoenix, dein Mandant ist praktisch ein toter Mann. Vielleicht fühle ich mich deshalb so verbunden mit ihm. Wir sollten jetzt keine Witze über Tote machen. Aber du weißt, dass wir so gut wie nichts in der Hand haben. Aber wenn Herr Powers wirklich unschuldig ist, sollten wir es schaffen, etwas in den Beweisen zu finden, das bisher unentdeckt war. Etwas Unentdecktes? Wir müssen heute etwas finden, Phoenix. Entweder das oder wir verlieren den Prozess. Das wird nicht leicht. Wir kriegen das hin. Ich glaube an uns, irgendwie. 19. Oktober, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. So, da ist wieder Edgeworth. Ja, das Gericht verhandelt nun den Prozess gegen Herr Will Powers. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Sehr schön. Herr Edgeworth, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Das Gericht hat von einer unerwarteten Begebenheit erfahren. Gestern erfuhren wir, dass sich noch weitere Personen in den Studios aufhielten. Heute werde ich beweisen, dass sie nichts mit dem Mord zu tun hatten. Sehr schön. Sie dürfen Ihren ersten Zeugen aufrufen, Herr Edgeworth. Ich frage mich, ob die Produzentin aussagt. Die Anklage ruft Herr Salmonella in den Zeugenstand. Oh Gott. Oder der Regisseur. Würde der Zeuge bitte seinen Namen und Beruf angeben? Wie unverschämt. Wissen Sie etwa nicht, wer ich bin? Ich bin der Regisseur. Ich drehe den Stier Samurai Roffel. Oh Gott. Salmonella, ich bin Regisseur, Fernsehen und... Waren Sie am Tag des Mordes beim Global Studios? Ja, euer Ehren. Na schön. Bitte erzählen Sie dem Gericht, was an diesem Tag geschehen ist. Aber wisst ihr was? Das heben wir uns jetzt für die nächste Folge auf. Ja, wir müssen es ja auch ein bisschen spannend halten. Also, bis dahin.